Der Ziegelröder Spielmannszug trainiert immer freitags gegen Abend auf dem örtlichen Sportplatz. Doch dieser Freitagabend, der 1. September 2023, ist ein besonderer. Findet doch am Tag darauf die Landesmeisterschaft der Spielleute in Maisdorf statt. Heißt, die letzte Probe des in diesem Jahr sehr anspruchsvollen Programms steht an. Das zum Beispiel auch arabische Melodien in einem Aladdin-Medley beinhaltet. Wie immer gehört auch das Marschieren mit Musik zum Wettkampfprogramm. Da kommt es besonders auf den Stabführer an. Viele Jahre hatte Matthias Gusender die Stabführung der Ziegelröder inne. Vor etwa 2 Jahren übernahm Sohn Nils. Als musikalischer Leiter hat er sogar schon ein Stück selbst arrangiert. Wir fragten ihn, worauf es bei der Stabführung ankommt. Ja, na, alle zusammenzuhalten, würde ich jetzt mal behaupten. Also du gibst ja echt die Kommandos? Und ja. Kannst auch nicht mehr eingreifen, wenn sie was falsch machen. Nee, das nicht, nee. Ich muss irgendwie versuchen, so wie sie sind, zu nehmen und zusammenspielen zu lassen. Ja, was hast du für ein Gefühl? Ja, doch, wir haben es gesteigert, es wird besser. Was gefällt dir am besten, welches Stück? Oder das Arabische war ja eben mal was Besonderes. Ja, das haben wir jetzt schon ein paar Jahre, versuchen wir es. Letztes Jahr haben wir es auch schon gespielt zur Meisterschaft. Doch, es wird ganz gut. Das gefällt mir auch echt gut, muss ich sagen. Kriegen wir schon hin. Doch die Vorbereitungen auf die Landesmeisterschaften, übrigens die 30. ihrer Art, war in diesem Jahr schwierig. Und auch an diesem letzten Abend vor dem Wettkampf lief es nicht so richtig rund, da es teils heftig regnete und eine Indoor-Probemöglichkeit nicht zur Verfügung steht. War dieses Jahr alles recht schwierig. Es war Sommerpause, Trainingslager hatten wir vor der Sommerpause, dann war Sommerpause, 4 Wochen danach. Hat man 2-mal Übungsstunde, dann war Kirmes, wo wir jedes Jahr hinfahren. Das wollen wir natürlich auch nicht missen. Wir haben letzte Woche Donnerstag und dann Kirmes bis Sonntag. Und dann haben wir uns jeden Tag jetzt gesehen. Gestern waren wir noch zum Weinfest in Höhenstedt, weil die uns engagiert hatten. Und heute sind wir hier. Wir haben gehofft, dass es aufhört, aber jetzt wird es gleich blau. Die Kinder haben auch bei Nieselregen gemacht. Dann war es zwischendurch mal ganz schön heftig. Da haben wir uns ein bisschen was aufgebaut. Wir haben ein paar emsige Helfer, die immer da sind, zur Seite stehen, die Männer bzw. Frauen unserer Mitglieder oder Angehörige, die sich kümmern, die sagen, was brauchen wir, was bringen wir. Wir haben, wie ihr seht, einen kleinen Kindergarten hier nebenan, das sind alles unsere, also unser nächster Nachwuchs, weil wenn wir uns nicht selber kümmern, wer kümmert sich sonst um uns? Deshalb haben wir die alle hier, die sind auch immer mit auf dem Sportplatz. Wir haben da sehr rührige Mitglieder, die passiv mitarbeiten. Also es hilft nicht nur, dass wir musikalisch gut sind und im Wettkampf stark sind, wir brauchen auch eine gute Truppe. Wir haben einen Sportfreund, der sagt immer, wir sind wie so eine kleine Familie und so soll es auch sein. Wir wollen Spaß haben, natürlich wollen wir gewinnen, aber wenn wir nicht gewinnen, dann können wir es halt nicht ändern. Aber wenn ihr das hier seht, dann ist es ja schon
Geschichte, dann wissen wir schon, welchen Platz wir belegt haben. Ich hoffe, dass die Kinder gut abschneiden, weil wir haben dieses Jahr sehr viele Kleine. In der Zeitung habe ich gelogen. Ich habe gesagt, unser jüngster Mitspieler ist 9, aber der ist erst 7, der Konstantin. Der spielt Becken in der letzten Reihe. Das ist für ihn natürlich ein High-Event. Wir lassen auch alle Kinder mitspielen, ob einer nun perfekt ist oder nicht. Also alle Kinder, die angefangen haben bei uns und die dieses Jahr schon an einigen Auftritten teilgenommen haben, spielen auch mit. Der eine kann ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Die Älteren wissen Bescheid. Die wissen da, dass wir natürlich das, den gemeinsamen Gedanken zählen wollen, dass wir machen wollen. Wir sind eine Gemeinschaft, keine Solisten. Wir wollen also alle mitnehmen. Und wenn sie dann halt den dritten Platz machen, dann ist halt so. Aber sie waren dabei. Und nächstes Jahr, wir sind ja im letzten Jahr Landesmeister geworden bei den Kindern. Da hatten wir relativ viele kleine Erwachsene oder Jugendliche, die im Alter zwischen 15 und 16 waren, die dieses Jahr alle raus sind. Und da mussten wir natürlich kämpfen, dass wir haben. Deshalb spielen alle mit. Konstantin und Leo, die sind die jüngsten beiden. Und ich denke mal, wir rocken das Ding. Schieß mal zu Steffi. Los, ich warte. Verlöter. Oh. Ja. Während der Nachwuchs der Ziegerröder den dritten Platz belegte, gereichte es für die Erwachsenen diesmal nur zum undankbaren vierten Platz. Landesmeister wurde in diesem Jahr der Spielmannszug Gernrode. Doch auch wenn die Platzierung ein wenig enttäuschend war, tat dies der Stimmung keinen Abbruch. Und die Ziegerröder blicken optimistisch in Richtung Meisterschaft 2024.